So, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Christoph. Hallo zusammen. Ich habe einen Vortex C50 und möchte dahinter ein 1000 Liter Fass mit Helix setzen. Meine Frage dazu wäre, das Wasser von oben einlaufen lassen und unten auslaufen oder von unten einlaufen und oben auslaufen. Mit Belüftung, damit das Helix sich bewegt. Fragezeichen. Über eine Antwort wäre ich super dankbar. Dann machen wir jetzt eine super Antwort. Am Ende spielt es keine Rolle. Ja? Bewegtes Helix würde ich nicht machen. Ich würde statisches Helix machen, weil einfach viel mehr von dem Material reingepackt werden kann. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Also wichtig ist belüften und die Belüftung möglichst über die gesamte Querschnittsfläche, Anströmfläche vom Filtermaterial. Nicht nur partiell, weil das führt wieder zur Kanalbildung über das Ganze. Wenn du jetzt von oben nach unten gehst, dann ist die aufsteigende Luft dem nach unten fließenden Wasser entgegengerichtet. Die aufsteigende Luft reißt auch Wasser mit. Das Filterwasser kommt von oben nach unten und dann kriege ich eine maximale Verwirbelung und eine maximal gute Anströmung und auch relativ wenig Sedimentation in den Filter. Mache ich es umgekehrt, gehe ich von unten mit dem frischen Wasser rein und die Luft steigt mit dem Wasser auf, dann addiert sich das, weil die Luft reißt Wasser mit, das kommt von meinem Filterwasser. Und dann kann es natürlich passieren, dass auch im seitlichen Bereich, das ist also so wie bei uns von oben drauf gesehen in den Becken, dass es zu sowas kommt, dass auch an manchen Stellen im Filter das Wasser im Filterbehälter wieder nach unten fließt. Das ist wie mit dem Guinness-Bier. Da gibt es ja den Effekt, jetzt spitzt Sandra die Ohren. Was ist der Guinness-Bier-Effekt? Ich bin kein Guinness-Trinker. Kennst du den Effekt vom Guinness-Bier? Nein, aber du erklärst uns das jetzt. Unter gewissen Umständen, das können Sie auf YouTube googeln, da schauen Sie sich das an, da gehen die Luftblasen, die CO2-Blasen, von oben nach unten im Glas. Klingt spooky, hat aber einen ganz einfachen Effekt. Das ist im Prinzip auch das, was in so Filterbehältern passiert. In der Mitte steigt die Kohlensäure vom Guinness auf und weil Guinness so dicht ist, das ist ja wesentlich zähflüssiger als ein richtig deutsches Bier, dann muss ja die CO2-Blasen reißen auch Guinness mit hoch und oben, wenn es nicht abgetrunken wird, was bei Sandra nie passiert, dann muss ja das Guinness auch wieder nach unten und es geht seitlich dann nach unten und da ist so zähflüssig, es nimmt es die Luftblasen mit nach unten. Klar, dass ich das nicht trinke. So bad. Das ist zu zäh. Ja, meins ist auch nicht wirklich. Man hat, wenn man es das erste Mal sieht, denkt man lecker, gell? Ja, aber... Aber ja. Es ist nicht meins. Ich war mal die Brauerei besichtigen in Dublin. Das war interessant. Das glaube ich. Brauereien die, besichtigen ist immer interessant. Genau. Und Weingüter und Whisky. Aber ich will noch mal zurück auf die Frage, weil mich würde eins interessieren. Als Vorfilter haben wir ja jetzt einen Vortex. Genau. Und da müssen wir ja wahrscheinlich damit rechnen, dass da schon ein bisschen Schwebstoffe mit in den Biofilter kommen. Ist es dann nicht so, dass es tatsächlich günstiger wäre, es von oben nach unten zu machen? Oder? Da gibt es keine Antwort drauf. Ich würde da auf jeden Fall noch was dazwischen machen, bürsten oder irgendwas. Weil wir haben den Vorteil, wenn wir von oben nach unten machen, dann sehen wir den Dreck oben drauf liegen auf dem Filtermaterial, auf dem Helix. Aber entsprechend schlecht kriegen wir den Schmutz auch raus. Wenn wir von unten nach oben machen, dann hängt der Dreck unten im Filtermaterial. Wir können ihn leicht rausspülen mit dem Ablassschieber, aber wir sehen nicht, wann er da ist. Ja? Also die Filteranlage macht so Vortex und Biologie gar keinen Sinn. Ja? Das ist schwachsinnig, da wirst du nicht glücklich mit. Aber wenn es nachher um die Frage geht, ob du jetzt von oben nach unten oder unten nach oben, es geht beides. Wichtig ist immer, aber auch das ist mal was, wo wir wirklich schauen wollen, was macht Sinn. Auf welche Anströmfläche, ja, also wenn ich jetzt einen normalen IBC-Behälter nehme, dann ist es ein Meter auf einen Meter, habe ich einen Quadratmeter Anströmung. Und welches Filtermaterial macht welcher Volumendurchsatz tatsächlich Sinn? Ja? Ich gebe Ihnen immer viele Empfehlungen. Eine höhere hydraulische Last auf dem Filtermaterial ist besser als eine geringere. Eine höhere hydraulische Last heißt, dass der Kanalbildung entgegengewirkt wird, dass der Filter nicht so schnell verschmutzen kann, dass das Filtermaterial überall angeströmt wird. Die Filterbakterien werden mutmaßlich nur dort sich ansiedeln, wo sie auch mit Nährstoffen versorgt werden. Ja? Bei McDonald's sitzen sie auch im Lokal, nicht auf der Toilette, ja? Überwiegend zumindest. Also und genau so müssen Sie sich das auch vorstellen. So, also eine höhere hydraulische Last, besser als eine niedrige. Und, aber was genau ist, kann ich Ihnen da jetzt auch nicht sagen. Ist es optimal, wenn ich auf dem Quadratmeter 50.000 Liter pro Stunde durchknall
Oder ist es besser, es sind nur 20.000 Liter oder reichen 20.000 Liter? Irgendwo gibt es auch einen Grenzpunkt. Das sind alles so Dinge, da gibt es tausende Theorien, aber nur ganz, ganz wenig, was wirklich mal erforscht wurde, wo man sagen kann. Das ist ein ziemlich weites Feld, ne? Das ist ein riesenweites Feld. Es gab früher ein geiles Buch, das gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo meins ist, aber da habe ich viel recherchiert, wo ich nicht Gigoi Taikan geschrieben habe. Frederick Whedon, Aquaculture Engineering. Der Kollege, der hat wirklich das Sandfilter auf verschiedene kleinste Sandkörner runtergerechnet und welche Abbauleistung und hat da Kurven erstellt. Also das war schon richtig, richtig, richtig geil. Aber das Interessante ist, wenn man sich an die grundsätzlichen Regeln hält, Wasseraustausch zu Teich, Wasseraustausch zwischen Teich und Filter einmal pro Stunde und ich habe einen guten Vorfilter und ich habe dann auch eine Biologie, die 10% meines Teichvolumens beträgt und ich mache 25% Wasserwechsel in der Woche, im Sommer. Wenn ich mich an die drei Parameter halte, ja, dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Auf der sicheren Seite, dann wird es irgendwann funktionieren und dann habe ich eigentlich schon 95%, nee, dann habe ich 50% meiner Sorgen los und wenn ich dann nur aus einer seriösen Quelle Fische kaufe und nicht ständig da Quatsch und hin und her und da noch einer und da noch einer, dann habe ich 99% meiner Sorgen los und das letzte Prozent, das ist einfach die Biologie, wo man sagt, das sind Krankheiten, die kann jeden treffen. Plus 30% gutes Futter, macht dann zwar 130%, aber das... Ein gutes, frisches Futter gehört da auch dazu. Ja, ich wollte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber wir haben gesehen, die Reduktion allein, was wir da gemacht haben in Protein, das hat so nachhaltig Wirkung, wenn ich hier durch die Anlage laufe, das ist was ganz anderes. Ja, aber jetzt nochmal zurück dazu, wenn wir von 10% Biologie sprechen, dann kann er ja statt Helix auch einfach einen Mehrkammerfilter hinten dran hängen und wenn der Platz da ist. Und also nur Vortex und Helix. Mir gefällt die Kombination nicht, deswegen komme ich da jetzt nochmal drauf zurück. Aber das ist jetzt vielleicht... Aber danach hat er mich gefragt. Er hat gefragt, wie er das durch das Ding da durchlassen soll. Alles klar. Irgendein Engländer ist mal hergegangen und hat einen Filterbehälter gebaut. Da hat er, das war gar nicht so schlecht, aber es ist halt immer wieder die aber es ist wirklich 15 Jahre her. Als dann die Algenflusen kamen, hat es nicht mehr funktioniert. Er hat einfach gesagt... Er verpresst Helix, das war, glaube ich, Kaltes war es. Presst er zusammen. Ja? Und dadurch hat er relativ fein, dann kam das Wasser und immer wenn es sich verstopft hat, es hat aber schon ein paar Tage gehalten, dann hat er quasi diese Pressung gelöst, dass es dann ganz leicht im Filterbehälter belüftet, geschwommen ist. Dann hat er den Dreck ins Abwasser gelassen, danach hat es wieder zusammengepresst und dann ging es wieder durch. Es hatte irgendwie Static Kaltness oder so hieß das, weiß ich nicht. Es gab viel, aber auch da, das ist wie mit allen Themen in diesem biologischen oder wasserchemischen oder sonstigen Bereich. Es funktioniert immer viel in der Theorie und wenn man nachher in die Praxis geht und dann kommen die Algen, dann kommen die Blätter, dann kommt irgendeine Situation im Jahr und dann sieht man, was der Filter taugt. Dann sieht man, was er wirklich taugt. Und wenn es nur ist, wenn ich den Algenvernichter reinkippe und plötzlich ganz viel Biomasse auf einmal kommt. Und da gehen sogar manche Trommelfilter in die Knie. Ja. Das ist so. Also, Christoph, ich glaube, du hast eine Antwort. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.